hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Wie kann man die Meinung von anderen Menschen ändern? Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 14. Februar 2022. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir freuen uns sehr, die Menschheit weiterhin dafür zu loben, wie weit ihr gekommen seid, und wir loben euch auch für die Arbeit, die ihr weiterhin leistet, um ein vereintes, harmonisches Ganzes zu werden. Ihr seid bereits ein Kollektiv, aber ihr agiert nicht als solches, wie wir es tun. Unser Wissen, dass wir ein Kollektiv sind, wird von keinem von uns, die wir Teil dieses Kollektivs sind, in Frage gestellt, und deshalb ist es für uns so viel einfacher, als eine einzige, ganze Einheit zu handeln. Das ist es, wonach die Menschheit strebt, ob ihr das erkennt oder nicht. Ob ihr es wisst oder nicht, ihr bewegt euch in Richtung eines vereinten Bewusstseins, das mit dem kollektiven Willen arbeitet, jeden innerhalb des Kollektivs zu unterstützen, anstatt Eigeninteressen zu verfolgen. Das ist ein gewaltiges Unterfangen, vor allem wenn ihr bedenkt, wie die Menschheit auf der Erde so lange funktioniert hat. Und diese Absicht bringt viele Herausforderungen mit sich, denn ihr habt es mit Menschen zu tun, die mehr an sich selbst denken als an andere. Und es ist schwer, jemanden mit euren Worten davon zu überzeugen, dass er sich um das Kollektiv kümmern muss, zu dem er gehört. Aber es ist leicht, das zu tun, wenn ihr diese Einheit von innen heraus ausstrahlt. Wenn ihr die Welt mit den Augen der Quelle seht und keine Trennung zwischen euch und einer anderen Person, einem Tier oder dem ganzen Planeten erkennt, dann ist das nicht nur die Schwingung, die ihr aussendet, sondern auch die Welt, die ihr erschafft. Deshalb ist es wichtig, dass ihr erkennt, wie mächtig ihr seid und dass ihr euch die Erlaubnis gebt, diese Macht zu spüren. Denn die Alternative wäre, sich machtlos zu fühlen und aufzugeben. Es ist wichtig, dass ihr erkennt, dass ihr mit eurer Mission, die Menschen zu einem harmonischen Ganzen zusammenzuführen, nicht alleine seid. Es gibt viele, die über den ganzen Planeten verstreut sind und ihre Arbeit tun und auf das zugreifen, was sie brauchen, um ihr Licht heller leuchten zu lassen. Und wenn ihr euer Licht heller leuchten lasst, überzeugt ihr die Menschen, ohne dass ihr sie auf dieser Ebene des Verstandes ansprechen müsst. In jeder und jedem von euch stecken Frieden, Liebe und Freude, und wenn ihr sie findet und ausstrahlt, werden andere das Gleiche tun wollen. Sie werden sich wünschen, dass dieses Gefühl, das ihr entdeckt habt, auch in ihnen ist, und das wird dann eure nächste Aufgabe sein, andere zu lehren, wie sie das in sich entdecken können, was ihr entdeckt habt. Ihr könnt alle gemeinsam auf einem wunderschönen, liebevollen und friedlichen Planeten Erde leben, ohne dass jemand weggeschafft oder eingesperrt werden muss. Niemand muss sterben, damit dies geschehen kann. Wenn ihr die Welt und alle Menschen in ihr so seht, wie ihr seid, werdet ihr merken, wie viel einfacher es ist, vor allem wenn ihr bisher gedacht habt, wie kann ich all diese Menschen ändern, damit sie mir zustimmen. Diese Art des Denkens wird dich überwältigen und dich an den Punkt der Hoffnungslosigkeit bringen. Beginnt damit, euch bewusster darauf einzustellen, was ihr denkt, fühlt, glaubt und schwingt, und geht von dort aus weiter. Ihr werdet sehen, dass es viel einfacher ist,
als wenn ihr es auf die harte Tour versucht. Es ist in der Tat unvermeidlich, dass ihr alle auf diese Weise zusammenkommt, und wir sehen es immer wieder bei einzelnen Menschen, die auf der Erde viel bewirken. Eure Evolution und euer Aufstieg finden statt, und sie werden weitergehen, egal was passiert. Wir sind der Arcturianische Rat, und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.